Oh mein Gott, Leute, es geht los. Schaut euch das an. Thanos ist zurück auf dem Schlachtfeld, Leute. Und da kommt der Captain America Shield. Alter Schwede, bin ich hyped. Oh mein Gott, Iron Man, Hawkeye, alle sind dabei, Digga. Auf geht's, Leute. Wir spielen jetzt gemeinsam den neuen Avengers-Modus in Fortnite, meine Freunde. An der Stelle, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen in Fortnite, nutzt auf jeden Fall gerne meinen Creator-Code Revinzeit. Den könnt ihr hier oben ganz einfach im Item-Shop eintragen. Unterstützt einen Creator, Revinzeit reinballert, dann läuft der Hase. Und oh mein Gott, Leute, hier ist auch schon direkt das erste Outfit. Black Widow ist am Start, meine Freunde. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass ich mir das hier gönnen werde. Stab der schwarzen Witwe. Ja, moin, Digga. Ich hoffe, dass sogar noch mehr Skins reinkommen, meine Freunde. Der wird auf jeden Fall erstmal gekoppt, meine Freunde. Black Widow, extrem nicer Charakter. Ich habe gestern sogar noch Endgame geguckt. Ein absolut bemerkenswerter Film. Wirklich, das CGI und alles in diesem Film ist unglaublich gut, meine Freunde. Also gönnt ihr euch auf jeden Fall rein. Aber jetzt spielen wir erstmal ganz klar Endgame, meine Freunde. Und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Im Film gab es, ich kann mal ganz kurz ein kleines bisschen spoilern, ein großes Battle, meine Freunde. So wie es auch schon im ersten Teil gewesen ist. Gut gegen böse. Mehr will ich gar nicht sagen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass genau das jetzt hier in Endgame, in diesem Spielmodus auch passieren wird. So, da geht dann auch die Runde tatsächlich los. Warum bin ich hier? Ja, Rivi musste gerade pissen und hat mich einfach hingesetzt. Der ist, ja, richtig dreist von dem. Aber ja, es geht los. Ah! Okay, meine Freunde, wir sind in der Lobby drin und so wie es aussieht, bin ich einer von Thanos Dienern. Ich bin einer von Thanos Sklaven mit dieser unglaublich krassen Laserwaffe hier, Alter. Gestern noch im Film gesehen. Schauen wir mal ganz kurz, wie viele Schaden so die Waffen machen. Boah, was machen die an Schaden? Und wir haben wohl ein Jetpack auch nochmal dabei. Wir hören schon, meine Freunde, die Avengers-Musik. Mein Team möchte Schiff die Chefs leiten, da bin ich auf jeden Fall dabei. 125 Leben, 125 Schild. Der Gleiter passt ja nicht unbedingt dazu. Ne, ich kann keine Waffen looten. Okay, interessant. Das heißt, ich kann keine Waffen looten. Aber wir kriegen auf jeden Fall richtig gut Mats hier. Ein Baum bringt 100, also auf jeden Fall increase the Mats Rate, die man hier bekommt. Okay, der erste Stein trifft einen. Sammelt den Zeitstein, um Thanos herbeizurufen. Wir können Thanos rufen, Leute. Oh mein Gott, okay, der erste Stein ist da vorne in die Richtung. Wir fliegen direkt mal darüber, würde ich sagen. Weil ich glaube, es geht darum, dass wir als Krieger von Thanos alle Steine wohl zusammensammeln und dann versuchen, Thanos zu beschwören, Leute. Maximal geil, wirklich. Okay, Leute, der Zeitstein wurde erobert. Kinder von Thanos, euer Meister ist eingetroffen. Thanos ist zurück, meine Freunde. Oh mein Gott, Thanos ist wieder da. Okay, ist Thanos jetzt ein NPC oder spielt tatsächlich jemand Thanos? Da ist er gekommen, meine Freunde. Da ist Thanos. Und Thanos wird von einem Spieler gespielt. Da ist er, meine Freunde. Wie er lebt und lebt. Da ist Thanos, meine Freunde. Und jetzt geht's ins Battle. Das heißt, wer sich quasi den Stein holt, kriegt scheinbar einen Thanos als Belohnung. Okay, das heißt, wenn ich jetzt den Stein zuerst geholt hätte, wäre ich wohl Thanos gewesen. Und er kann wieder die krassen Sprünge machen und sich hin und her teleportieren. Krank. Boah, ist die Waffe stark. Hab ihn. Und Thanos muss sich jetzt den Stein holen, Leute. Ich bin gestorben. Verdammt. Okay, jetzt geht das Battle um die Steine los. Das Ziel ist es scheinbar, dass Thanos alle Steine bekommt, meine Freunde. Hat diese Waffe eine Prezi, Leute. Die Waffe hat eine Prezi. Die schmeckt richtig, Alter. Bam, Junge. 2 Kills. Auf geht's, Digga. Da hinten ist Hawkeye, Leute. Habt ihr den Bogen gesehen? Zum Angriff! Oh mein Gott! Er nutzt sein Schild, Er kann sein Schild aber nur begrenzte Zeit nutzen, sehe ich gerade. Okay, stark. Nein, ich bin gesniped worden. Damn, okay. Ich habe gerade gesehen, dass wir gerade einen Captain America Skin vor uns hatten. Der, dass ich sein Schild benutzt hat. Das ist krass, das ist wirklich krass. Oh, das war knapp, Leute. Und wir kriegen immer mehr Leben. Je mehr wir töten, umso mehr Leben kriegen wir. Okay, alles klar. So langsam steige ich durch. Sehr, sehr krass gemacht auf jeden Fall. Wirklich, erinnert ziemlich krass an den Film, den ich mir gestern noch reinziehen durfte. Stirb! Oh mein Gott, das ist Thor! Ja, ich habe Thor getötet! Habt ihr es gerade gesehen? Die spielen alle verschiedene Charaktere aus Team Avengers, meine Freunde. Thanos hat jetzt den Infinity-Handschuh. Und jetzt die Frage, gewinnen wir das Game? Wird unser Thanos jetzt noch rasieren oder nicht? Da vorne ist der letzte Spieler. Und ich denke mal 8 gegen 1. Das wird relativ offensichtlich werden, meine Freunde. Die Kinder Thanos werden hier mit Thanos den Sieg holen.
Gleichgewicht wiederhergestellt, meine Freunde. Oh mein Gott, Mann. Geisteskrank. Okay, ich würde sagen, direkt ab in die nächste Runde, meine Freunde. Auf geht's, Digga. Okay, Leute, Runde Nummer 2. Und es sieht so aus, als wären wir gerade Team Avengers, meine Freunde. Das heißt, der Black Widow-Skin, den wir gerade haben, der passt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, welchen Superhelden wir spielen. Vielleicht versuchen wir in der dritten Runde selber noch Thanos zu werden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich fände es tatsächlich ziemlich nice, Iron Man zu sein, weil Iron Man ja fliegen kann und das Jetpack gerade sehr, sehr hilfreich gewesen ist im Kampf. Oh, die Mucke, Alter. Mann, wie geil. Wir haben eine Avengers-Karte, wie ich gerade sehe. Das heißt, wahrscheinlich kann ich mir dann in der Kiste herausziehen, welchen Skin ich dann spiele, beziehungsweise welchen Char. Das ist auf jeden Fall ordentlich weit weg. Und ich hoffe mal, dass jetzt da vorne der Teammate mir das Ganze nicht wegschnappen kann. Okay, wir haben hier einmal Iron Man auf jeden Fall vor uns. Meine Freunde, hier schwebt einmal der gute Iron Man vor uns. Bin ich gespannt, wen wir bekommen. Hoffentlich Thor oder Iron Man, beides extrem geile Charaktere. Öffne die Kiste, Bruder, und let's go. Wir sind Iron Man, Leute. Ist das geil. Oh. Oh mein Gott, okay. Kann ich mir trotzdem noch normale Waffen suchen? Hier ist nochmal Iron Man drin. Sind das also alles immer... Okay, meine Freunde, wir sind jetzt Thor und Iron Man. Oh mein Gott. Und man kann damit ultraschnell Mats farmen. Okay, Leute. Auf geht's. Wir sind Thor-Man. Keine Ahnung. Und haben noch sogar reguläre Waffen. Oh, man kann die Axt werfen. Bringt das mir auch Mats? Nein, leider nicht. Schade drum. Okay, da vorne ist der erste Gegner. 45er Schaden macht das Ding. Ja, Heidewitzke, Alter. Wir machen auf jeden Fall gut Damage mit dem Ding. Okay, einer down. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir nämlich hier von oben tatsächlich gerade angegriffen werden. Ah, damn, okay. Auch wir können nur 75 Mal insgesamt, wahrscheinlich kann insgesamt nur 100 Mal gerespawnt werden, meine Freunde. Okay, der wahnsinnige Titan Thanos ist zurückgekehrt. Let's go. Den holen wir uns auf jeden Fall. Das Captain America springen wir auf jeden Fall auch ordentlich hoch. Und ich glaube, es liegt alles daran, dass man sich auf jeden Fall mit dem Schild immer wieder zwischendrin schützen sollte. Wir haben noch hier so eine Zielsucherfassung für Iron Man. Boah, Digga, den haben wir auf jeden Fall geholt. Ah, schade, konnte ich den Hammer nicht mehr benutzen. Aber ihr habt gerade gesehen, meine Freunde, wenn man das alles richtig timet, kann man da auf jeden Fall richtig nice Kombos mitspielen. Das heißt, man muss immer zwischen dem Schild und dem Hammer und eventuell... Also Hammer ist auf jeden Fall Nahkampf, Iron Man Fernkampf. Man wechselt also immer wieder hin und her. Und oh mein Gott, hier ist Thanos, meine Freunde. Thanos ist direkt vor uns. Oh mein Gott, Schildkill, Leute. Der hat auf jeden Fall geschmeckt. Oh mein Gott, ja, Thanos hat so viel Schaden gemacht, Leute. Oh mein Gott, Thanos ist direkt vor mir, Leute. Vielleicht kriegen wir ihn down. Nein, er ist zu stark, Alter. Mein Team hilft natürlich an der Stelle nicht. Und der Typ steht da mit der Waffe. Ich glaube, es hackt, Digga. Er schießt mit der AR auf Thanos. Ja, das gibt auf jeden Fall gar nichts, Digga. Das ist auf jeden Fall komplett RIP, Alter. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber wir haben auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht. Aber es hat leider nicht gereicht. Okay, haben wir irgendwo noch Gegner? Thanos ist nochmal down gegangen. Okay, sehr gut, Leute. Okay, wir rasieren hier auf jeden Fall gerade als Avengers alles komplett durch. Es ist noch ein Spieler da und der letzte ist Thanos, meine Freunde. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall als Avengers hier einen richtig guten Job geleistet. Und den holen wir dann den Kill. Den holen wir uns! Sehr schön, Digga! Woo! 11 Kills, meine Freunde. Das Universum wurde mal wieder gerettet von uns. Was für ein Spielmodus. Was für ein krasses Crossover, was Epic Games hier geleistet hat an der Stelle, meine Freunde. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ich Thanos bin. Okay, meine Freunde. Let's go! Ich bin Thanos! Auf geht's, Digga! Okay, meine Freunde, wir haben es geschafft. Ich bin Thanos und jetzt wird maximal rasiert. Wir krachen auf die Map im Feuer des Gefechts, meine Freunde. Jetzt wird als Thanos Action gemacht, meine Freunde. Also haben wir alle drei Klassen einmal gespielt. Wir haben die Avengers gespielt. Wir haben die Diener von Thanos gespielt. Und jetzt sind wir Thanos. Und jetzt wird erstmal getanzt. Yeah! Yeah, oh yeah. Thanos, jump! Boom! Oh mein Gott. Und... Bam! Oh mein Gott, 1000 Schaden, Leute. Es ist wie der alte Thanos in Fortnite. Geisteskrank stark. Je mehr Infinity Stones wir haben, umso stärker werde ich wahrscheinlich werden. Oh mein Gott, da ist mein Laser, meine Freunde. Stirb, du Narr! Du hast keine Chance gegen den mächtigen Thanos. Von wo werde ich beschossen? Ich weiß es nicht. Nein!
Okay, damn. Okay, ich bin gefallen, Leute, ich bin gefallen. Aber ich glaube, ich kehre Thanos zurück wahrscheinlich. Nein, ich bin nur noch ein Diener von Thanos. Okay, ich bin nur noch ein Diener von Thanos. Jetzt ist wer anders Thanos. Das heißt, es wechselt immer durch. Okay, gut zu wissen. Okay, meine Freunde, unser letzter Krieger ist gefallen. 15 Kills gemacht. Aber unser Team hat einfach komplett reingeschickt. Ich glaube, ich war der Einzige, der einen zweistelligen Killbereich hatte. Da nützt es auch nichts, wenn man Thanos im Team hat, wenn das komplette Team scheiße ist. Aber wir haben auf jeden Fall drei richtig knackige Runden gespielt. Also, ihr könnt Thanos spielen, ihr könnt die vier Avengers spielen oder halt einen der Schergen Thanos. Macht maximal Bock. Könnt ihr auf jeden Fall rein. Extrem nice Spiel. Moses, peace out, küsst auf eure Augen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Erst nach oben, dann nutzt mein Great Account, nicht wahr, Leute?